Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir gucken uns an die Wunscherfüllungstendenzen der Woche. Bedeutet, wo liegen die besten Energien? Was hat gute Chancen, umgesetzt zu werden? Immer wieder sehr spannend auch. Ist natürlich eine kollektive Legung. Das heißt, du kannst dann mit in Resonanz gehen, musst du aber nicht. Und wir gucken mal. Erwarte gute Nachrichten. Ja, wir haben hier den Brief. Das können ja auch so Nachrichten über den Tisch gehen, wo du vielleicht schon länger drauf wartest, wo du irgendeine Zusage kriegst oder wo du auch so einen erfüllenden Impuls kriegst aus einer Kommunikation raus. Ne? Eine gute Woche Zweifel beiseite zu lassen, kluge Züge zu machen, vielleicht auch was zwischen den Zeilen zu lesen. Und ich habe hier ja, Wachstum, Stabilität, Langfristigkeit. Möglicherweise sind ja hier auch irgendwelche Zusagen aus den Bereichen der Vitalität, wo du vielleicht in Kommunikation damit stehst oder wo du auf Bescheide, Berichte, irgendwie sowas wartest, die dann deinen Vorstellungen entsprechen. Nachrichten, die dir Veränderungen bringen. Eine Möglichkeit, eine Situation, die so ein bisschen mit Melancholie oder auch nostalgischen Gedanken einhergeht, in einen stabileren Grund zu kriegen. Ich sehe hier auch so eine Veränderung der Emotionen. Ne? Da, wo du Zweifel gehabt hast, kann jetzt Aufklärung kommen und die Woche wird auch so sein, dass wir sehr viel Intuition haben, dass die Intuition sehr hoch ist, dass sie sehr mit uns spricht. Die Abendstunden können hier wichtig sein. Man kommt an das Wissen, das man braucht. Man hat vielleicht auch Lust, was zu lernen. Es eröffnen sich Instruktionen über die Seelenebene, würde ich es mal nennen. Ein neues Kapitel kann beginnen, das kann dann alle Lebensbereiche oder alles, was Wachstum braucht, betreffen. Die Liebe wird angezeigt. Ein Blues, den du in der Liebe hattest oder bei Themen, die dir am Herzen liegen, kann hier eine neue Qualität irgendwie gehen. Also ich sehe so, dass viele Zweifel von uns abfallen, dass irgendetwas Erleichterndes kommt. Wir haben das Haus dabei, da ist Bewegung, da ist Beständigkeit, da ist eine Sache, die unter dem guten Stern steht an sich. Mehrere Sachen, je nachdem. Wir haben hier ja einige Themen dabei. Kommunikation, die Klarheit bringt. Wir haben das Wissen, das der vorher nicht zur Verfügung gestanden hat, jetzt als brauchbares Element. Und natürlich geht es auch um die Liebe zu den Dingen, deiner Umgebung und allen häuslichen Dingen. Vielleicht hast du hier in der Häuslichkeit was zu klären, es könnte gut sein. Papiere, die mit der Häuslichkeit zu tun haben, mit dem Umfeld, mit der Wohnung, mit einer Immobilie. Und jetzt guckt mal, jetzt fällt mir hier auch noch der Segen raus. Also irgendwas wird hier einen größeren Segen bringen. Zwischen den Zeilen lesen, also etwas genau angucken. Könnte hier auch Erkenntnisse bringen, einen klugen Zug machen irgendwie. Ja, und eine Woche, wo man auch Grenzen setzen darf, damit man die Balance, die hier im Kartenblatt liegt, auch besser verspürt.
Man hat hier unter Umständen auch so das Bedürfnis, hinter die Kulissen zu blicken oder mal die tieferen Zusammenhänge von irgendetwas zu durchschauen oder zu verstehen. Ja, hier geht es um eine Meisterschaft irgendwie. Man soll Führung aufnehmen. Und es ist vielleicht auch irgendwo eine Meisterschaft im positiven Denken, im positiven Gefühl sein, seine Dinge, seine Sachen, die man zu klären hat, irgendwie auf ein positives, segensreiches, aussichtsstarkes, also das Blickfeld ist groß, das ist hier nicht klein, sondern man hat hier viele positive Aspekte, die man erkennt, wenn man hinter die Kulisse guckt. Und die gehen damit einher, dass du eine Sache, die du vielleicht so ein bisschen unterschwellig als melancholisches Gefühl mitnimmst, weglassen kannst. Bleibe hoffnungsvoll. Hier sieht man einen Engel, der sitzt auf einem Stuhl und liest einfach im Dunkeln die Zeitung. Ein Licht bestrahlt ihn und ja, das ist so, ja, ich sitze hier, mich werft nichts um, mich wirft nichts um. Auf dem Sessel sitzt dann auch noch der Schutzengel obendrauf, also wunderbar. Positiv sein, die vielen positiven Aspekte einer Situation betrachten und das Prinzip Hoffnung spüren. Wir haben den Wellensittich. Ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Hier sieht man unter anderem auch die Kombination für irgendwie Veränderungen im häuslichen Bereich oder Umzüge oder so irgendwas noch dabei. Okay, dann nehmen wir noch eine Pflanze. Ja, die Kornrade, es ist Erntezeit. Wir fahren uns irgendeinen Lohn ein, begrüßen Fülle, Reichtum und Segen. Auf welcher Art auch immer. Hier kommen die guten Nachrichten, hier kommen die Zusagen, hier kommt die Klarheit auch rein. Guck speziell hier auf die Abendstunden oder auf die Träume oder auf die Intuition, die möchte euch hier was mitteilen, das du vielleicht noch nicht ganz bemerkt hast, weil du zu beschäftigt oder geschäftig bist. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.